Wir haben uns ein paar Moves erarbeitet, wir haben wiederholt und neu kombiniert. Diese kleine Kombo ist entstanden. Hier habe ich sie erst rausgeschickt mit der Doppeldrehung. Und dann sind wir in ein Stop and Go gegangen. Block wieder ein zweites Slow-Schritt. Es entsteht ein Quick-Quick. Aus dem Stop and Go sind wir zuerst mal in die Konterpromenade gegangen. Haben sie wieder eingesammelt und hier haben wir das Send-Out verdoppelt. Und sind wieder im Stop and Go. Und diesmal haben wir uns gegengedreht und behind the back entwickelt.